So, Leute, mal gucken, jetzt startet sie. Wunderbar. Wir starten mit Axis Operation der Teil 1943 der Achsenmächte. So, die Schlacht um Stalingrad ist geschlagen, doch die deutschen Truppen, die das Debakel überlebt haben, geht der Kampf weiter. Die Streitkräfte der Achsenmächte, die sich am Dnjepr mehr als 500 Kilometer von Stalingrad entfernt neu formieren, müssen nun die riesigen Lücken schließen, die die Sowjets mit ihren Angriffen in ihre Linien gerissen haben. Doch zuvor trifft das deutsche Oberkommando an der Front ein, um sich ein Bild von dem Verlauf des Krieges im Osten zu machen und das weitere Vorgehen festzulegen. Ja, ich habe extra länger gewartet. Das war die ganze Zeit auf Englisch. Wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Einfach wohl zu überstürzt rausgehämmert und da hat es ziemlich viel gefehlt. Jetzt haben sie einen Patch rausgebracht. Ich hoffe, dass sie auch das mit den Bugs gemacht haben, weil da gab es auch ziemlich viel Ärger, habe ich mitbekommen. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Ja. Importieren, ja. So. Das mit den Bildern, da haben sie auch noch nichts geändert, oder? Ja, es ist genauso unnötig eigentlich die ganze Zeit. Oh, mal den da. So, was machen wir? Wir gucken mal, was. Soll ja neue Dinger hier geben. Ja, das sehe ich auch schon. Bündete feuern nicht. Okay, Gnanus akzeptiert keine Kapitulation. Ein Held zuweisen. Erhält keine Kampfprognosen. Durch den Kriegsnebel zu bewegen. Langsam. Okay, das sind die Dinge, die können wir. Das können wir mitholen. Den Schützengräben. Das kann man auch holen, weil das nutzt die KI eh nicht. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Panzergeneral machen wir. Nee. Was ist das? Nee. Blitzkrieg. Flugveteran. So, dann haben wir noch. Was haben wir denn? Was gibt's denn da jetzt noch? Alte Garde. Also Einheiten. Verliert man, kriegt man aber wieder mit einem Stück. Naja. Verlieren ihre Angriffsaktionen nicht, wenn sie von Transportflugzeugen aus eingesetzt werden. Okay. Verbündete Einheiten erhalten plus 1 Basisverschanzung in jedem Gelände. Kann jeder Einheit einen zusätzlichen Helden zuweisen? Oh ja, das machen wir. So, und dann haben wir nur noch. Verbündete Einheiten neutralisieren die feindlichen Kontrollfelder. Zweimal so hoher Malus. Ja, ich würde sagen, das kann man machen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Jo. So, jetzt muss es gehen. Ja. So, da waren wir mal. Saboche, wie auch immer das ausgesprochen hat. Mein Bericht muss einen Monat warten, Herr General. Generalfeldmarschall von Manstein ist eingetroffen. Okay. General Domige, ich bin froh zu sehen, dass Sie noch am Leben sind. So, ich muss gestehen, dass ich in diesen herausfordernden Zeiten das Schlimmste befürchtet hatte. Okay. Wir müssen uns. Ah, Moment, ganz kurz. Ich muss ganz kurz was beim Namen ändern, weil das da passt jetzt eigentlich nicht mehr rein. Ganz kurz, Moment. So, jetzt haben wir den Namen geändert. So, mein Bericht ist wann? General Mahnstein ist eingetroffen. So, General Igel. Ich bin froh zu sehen, dass Sie noch am Leben sind. Ich muss gestehen, dass ich in diesen herausfordernden Zeiten das Schlimmste befürchtet hatte. Wir mussten uns hunderte Kilometer von Stalingrad bis hierher an den Fluss Dnjepr zurückziehen. Mit Verlaub, Herr Generalfeldmarschall, aber ich glaube nicht, dass herausfordernde Zeiten dem Ernst dieser Lage gerecht oder dieser Lage gerecht wird. Generalfeldmarschall Erich von Manstein seufzt auf. Wenn Sie nur wüssten, wie recht Sie haben, Oberst. Seit mir letztes Jahr das Oberkommando über die Heeresgruppe Don übertragen wurde, habe ich einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen. Zwei-Fronten-Krieg? Ja, und die zweite Front kommt just in diesem Moment näher. Das Oberkommando ist unterwegs hierher, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. Wenn es nicht von der Notwendigkeit eines sofortigen offensive Vorgehens überzeugen kann, vermute ich, dass ihr langer Rückzug gerade erst begonnen hat. Das Oberkommando lässt sich persönlich hier blicken? Verzeihung, ich hatte ja keine Ahnung, dass die Lage so ernst ist.
Um ihres Ziel. Beschützen Sie den Transport des Oberkommandos am Boden. Okay. Es ist äußerst prekär, diesen Kampf so nah an die eigentliche Frontlinie zu führen zu müssen. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Ist es wahr, dass die Kampfkraft der Truppen von General Eagle unter 30% liegt? Jawohl, Herr Generalfeldmarschall. Aufgrund des Rückzugs sind unsere Männer erschöpft und wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes die letzten Vorräte zusammenkratzen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass die 50 Kilometer zwischen uns und der sowjetischen Frontlinie als Puffer ausreichen werden. Sollte das nicht der Fall sein, verlasse ich mich darauf, dass Sie und General Eagle für die Sicherheit bei meinem Treffen sorgen. Ich gehe davon aus, dass das nicht zu viel verlangt ist. So, ich habe mir bereits die Freiheit genommen, einen kleinen Abschirmtrupp zu entsenden, um die Umgebung zu patrouillieren. Wir sollten jeden Moment von den Männern hören. Okay, ich werde nun aufbrechen. Meine Sicherheit und die des Oberkommandos liegen in Ihren Händen, Herr General. Oberst Stefan Wagner schweigt und wartet, bis Generalfeldmarschall von Manstein nicht mehr in Hörweite ist. Herr General, wir haben ein ernstes Problem. Der Bericht, den ich mit Ihnen besprechen wollte, bevor der Generalfeldmarschall angetroffen ist. Unser Abschirmtrupp hat einen sich nähernden Panzerverband der Sowjets gesichtet. Es handelt sich um eine sehr kleine Streitmacht, weswegen ich es nicht für nötig hielt, den Generalfeldmarschall mit dieser Information zu behelligen. Aber, wie er unmissverständlich verlautbaren ließ, sind wir für die Sicherheit dieses Treffens auf höchster Ebene verantwortlich. Ohne sie vernichten sie die vollständig erste Welle der sowjetischen Panzer. Okay. Story C. Ignorieren Sie die erschöpften Truppen im Südosten. Ignorieren? Okay. Der Großteil unserer Bodentruppen ist nicht einsatzbereit. Okay, wir sollen gar nichts machen. Okay. Und das gleiche gilt für unsere gesamte Luftstreitkräfte. Allerdings stehen uns immerhin diese wenigen Einheiten zur Verfügung. Ich würde empfehlen, unseren Abschirmtrupp in diesem Sumpfgebiet zurückfallen zu lassen. Es handelt sich dabei um einen idealen Ort für unsere Infanterie, um den feindlichen Panzern aufzulauern. Okay. Eine Sache noch, wir sollten keine Zeit und Mühe darauf verwenden, das Hauptkontingent unserer Armee kampfbereit zu machen, da weder Treibstoff noch Munition zur Verfügung stehen, um uns zu unterstützen. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Uiuiui. Okay, ignoriert Kontrollzonen. Ignoriert beim Bewegen von feindlichen Einheiten ausgehende Kontrollzonen. Ja, sehr schön. So, was dürfen wir denn aufstellen? 50 und 100. Oh Gott, wir müssen einiges rausschmeißen. Also die Luftwaffe muss mal raus. Ja, wir könnten aber ruhig alle mal ersetzen und dann so, da war ja hier dieses System mit dem rausschmeißen dann, ne? Hat er das da jetzt eben nicht gemacht? Ach so, ich muss das hier machen. Ja. So, ja, die Luftwaffe kann man rausschmeißen, weil komme ich ja nicht durch. Ein Flugplatz. Okay, so, dann sind aber noch ein paar Einheiten. Lass uns mal gucken, die Helden auf und davon schnell feuern. Okay, fliegst du mal raus. Du fliegst mal raus. Aufklärer überrennen, plündern. Was hat der? Meine Aufklärer sind eigentlich richtig gut schon, ne? Haben auch beide überrennen, ja. Das ist der Flammenwerfer. Gut getarnt, ja. Ah ja, wir können ja zusätzlich einen Helden hier. Wir können 4 Helden einsetzen? Kann ich da jetzt noch einen Helden einsetzen? Nee, das kann ja nicht sein, oder?
Warum? Ich hatte doch vorher da gar keine vier Helden drin, da bin ich sicher, oder? Da hatte ich die doch. Doch, das kann sein. Doch, das kann sein. Mal kurz was gucken. Keine Einheiten fördern, also der kostet mich eh nichts. Doppelter Angriff. Tödlicher Angriff. Da kriege ich jetzt keinen mehr hin. Ich dachte, ich könnte da vielleicht noch einen reinsetzen, aber das geht ja gar nicht. Weil er hat die ja schon. Haben wir da gar keinen Helden bei dem letzten Block? Okay, also haben wir hier. Doppelter Angriff, keine Einheitenpferde, also uninteressant. Wenig Einheiten, schnelle Einsatzbereitschaft. Ja, da muss man hier, ja, hier raus. Hansa, keine Einheitenpferde, uninteressant. Auch uninteressant. Ah, ich habe keine T34 mehr. Okay. Und später raus. Ah, komm, dann fliegst du jetzt mal raus. Flammenpanzer würde ich schon gerne drin lassen, ja. Moment mal ganz kurz, wo ist meine Infanterie? Die ganze Infanterie rausgeschmissen? Oh Gott. Oh ja, ich sehe schon, das wird was. Das muss man erstmal da durchgucken. Was war nochmal, der hat keine Vergeltung, der kriegt also keinen Gegenschlag oder was? Ja, wieder nicht das Feuer. Okay, dann bleiben die schon mal drin. Okay, du fliegst raus. Ich muss Infanterie da auch einsetzen. Gar nicht. Gibt da Sinn? Also du kannst in Hinterhalte fahren. So, dann kommst du raus. Haben wir hier ignoriert Kontrollzonen. Okay. Was war denn nochmal bitte besonnen? Einen Verteidigungsbonus. Okay. Das wäre für ihn eigentlich interessant, gerade für Hinterhalte. Für ihn wäre das ganz gut. Ich glaube, für ihn wäre das ganz gut, der Held hier. Ja. Hm, du fliegst mal raus. Ja, Leute, das dauert jetzt ein bisschen. Das ist halt leider bei dem da so. Das ist echt. Ich gucke jetzt mal. Held, bist du dann ignoriert Kontrollzonen? Das im Hinterhalt Kontrollzonen, ja, machen. So, jetzt müssen wir mal gucken bei Infanterie. Da habe ich ja zwei von denen dann, ne? Schnelle Einsatzbereitschaft, Flaggenplätze. Mal rein. Pioniere. Was hast denn du? Was würde mich. Was kostet denn hier. Was sind denn die Einheitenfelder? Oh, 12. Alter Schwede, 12 Einheitenfelder. Bei dir wäre es echt eine Überlegung. Und zwar wirklich eine Überlegung. Du hast keine Einheitenfelder, was hast du in Einheitenfeldern? Auch 12. Dann können wir mal zurückschicken. Wird immer noch nicht reichen, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, was du an Helden hast. Dich zurückzuziehen.
Der hat auch besonnen. Die kann sich regenerieren. Ja, das ist ziemlich cool halt. Oh, ey, aber auf jeden Fall eine zweite Infanterie hat, da führt kein Weg dran vorbei, aber ah, Moment mal. Da können wir doch sicher noch was machen. Schnelle Einsatzbereitschaft. Das müsste gehen, oder? Wie, nee. Ich hab doch 12 Felder. Sag mal, wie viele Felder brauchst du? Zwölf Einheitenfelder. Ich habe frei. 12. Hä? Witzig. Das sind doch 12, oder? Kann ich jetzt nicht zählen. Das sind 12 Einheitenfelder. Also hier, das ist doch ganz klar 12 Einheitenfelder. Nur kurz was testen. Jetzt bin ich echt verwirrt. So, wie viele Einheitenfelder hast du? Ich habe 12 Einheitenfelder frei. Hä? Leute, was läuft denn hier gerade für ein Film? Zehn. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Okay, schick's mal hin. Da stand aber, da steht 10 und ich hatte 38 und 10 sind. Moment mal, 38 und 10 sind 48 und nicht 50. Okay, ich habe 2 Einheitenfelder geklaut gekriegt. Das ist ja mal krass. Aber das stimmt nicht. Weil 38 und 10 sind 48 und nicht 50. Was läuft denn hier für eine Mathematik ab? Panzer irgendwas? Nee. Okay, gut. Wir lernen Mathe neu. Wir lernen heute Mathe neu. Okay, okay. Machen wir das dann so. Okay, du kommst hier hin. Infanterie hier hin. Schicken wir hier unten eine Infanterie mit. Ja. Und hier hin. Flammenpanzer hier hin. Mal was anderes. Was habe ich denn? Artillerie gibt eigentlich nichts Besonderes Großes, ne? Momentan, ne. Da ist die ganze Artillerie hier runter. Ja, mal die ganze Artillerie hier runter. Die Flak kommt auch hier hin. Und dann setzen wir oben auf Mobil. Oben auf eine Artillerie. Kommst hier hin. Warte mal, hast du die?
Hatte ich nicht irgendeinen Helden mit einer Tarnung? Nee, das kann ja nicht einer von euch hier sein, oder? Tarnung bitte? Irgendeiner? Nee. Ahnung. Ich keine Einheit gehabt, die Tarnung hatte? Oh, 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 oh. Ich habe keinen Held mit einer Tarnung, das ist übel. Hat irgendein Panzer das? Doch, der Aufklärer hat die Tarnung. Aber leider nicht die Panzerabwehr, das wäre eigentlich ganz gut. Oh! Ich sehe gerade was. Ja, das machen wir. Das machen wir. Muss ich jetzt wirklich dem eine. Ja, sieht so aus. Kann ich nicht einsetzen, ne? Ja. Ja, egal, weil der ist gut, den will ich. So, hier hätten wir dann alles. Ja, dann schicken wir euch hier hin. Ich sehe gerade was mit Quoin, da muss ich gleich mal was machen, Moment. So, das passt. Dann gucken wir uns unsere Befehle an. Transporteur, der Oberkommando. Das wird hier oben sein, oder? Da unten? Ja, muss ich mal gucken. Erste Welle sowjetischer Panzer vernichten. Erschöpfte Truppen im Südosten ignorieren. Das heißt, wir dürfen hier gar nichts machen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los. Go. Was habe ich denn vergessen? Ja, ist okay. Das ist jetzt hier so. So, die KI fängt gar nicht an. Wenn wir das hier anders da angegangen. Okay, Infanterie. Hierhin. Infanterie hierhin. Infanterie hierhin. Okay. Erstmal auf den hier. Da muss man sich jetzt komplett umgewöhnen mit den Kämpfen hier. Guck mal hier hin. Boah, der macht keinen Schaden hier. Das ist übel. Uff. Okay, dann würde ich sagen, hier hin. Und du kommst hier hin. Okay. So, welche Truppen haben wir hier? Okay. Aber das eine war ja beschissen, ne? Weil dass die Einheit, ja, das ist ja mies, das ist ja wirklich mies. Eins, sieben. Oha.
Oha, okay. Ja, das läuft jetzt gerade beschissen, ja. Du bist auf... Machen wir hier im Wechsel. Lassen wir so. Also, die soll ich ja ignorieren. Und ignorieren bei euch. Der kommt von da oben. Eieiei. Okay, ganz schnell müssen da Truppen hin. Aber ganz schnell. Das machst du ja nämlich jetzt schon mal. Nebelwerfer. Okay. Sehr gut. Ah, ich liebe diese Artillerie. Ist so genial. Ist so genial. So, noch hier. Flammenwasser. Perfekt. So. Kannst doppelt feuern. Billig. Perfekt. So, du kommst da nicht ran. Aber du. Okay, bleib hier. Hey, keine Chance gegen den da. Okay, hier hin. Perfekt, wird geregelt. Komm schon. Ne, keine Chance. Keine Chance gegen den da. Das ist krass. So, okay, ihr seid hier, ihr seid hier, hier hin. Den Panzer, ja, hier so hin, weil ich glaube nicht, dass hier was aus dem See rausgesprungen kommt. Ja gut, unwahrscheinlich ist es auch wieder nicht, ne? 1-3? Ja. Ja, komm. Wir killen können, holen wir mit. Da warten wir, dann lass mal einfach hier ins Sumpfgebiet rein marschieren. Dann soll er sich da drin austoben. Hm.
Ja, gut, dass der jetzt reingeschickt hat. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Quatsch. Boah. Ja, da oben muss ganz schnell zugemacht werden. Nicht gut. Der Kollege staut sich schon da oben. So, dann gucken wir mal, was wir da machen können. Ja, gehen wir erstmal auf ihn hier. Ah, ich kann mich kein Meter mehr bewegen. Mist. Machen wir mal da drauf. So, dann machen wir hier mal zu. Leg dich mal hier in den Sumpf, da bist du ein bisschen sicherer sogar. So, komm mal hier hin. Ja, perfekt. Weg. So, dann hier. Ja, und ihr geht hier unten weiter, oder? Ich darf ja hier unten angreifen, oder? Also das ist alles östlich hier. Ich tippe, dass das dazu zählt. Autsch! Ich habe dich nicht gesehen. Oh, 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 weg mit dir. Heilige Scheiße, zu spät. Ich hab gedacht, was. Ah, stimmt. Panzer können hier. Können ja Panzerabwehr, ist ja egal welche. Bin ja hier. Ah, das habe ich komplett. Na komm. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. So, sind hier noch irgendwo Truppen? Nee. Wir fahren mal nach hier. Kannst du noch hier? Ah, war ist das bitter. Oh, ist das bitter jetzt. Ah, voll gepennt. Aber volle Lotte gepennt. War so richtig krass gepennt. Oh, der muss weg. Der muss ganz schnell weg. Ich sehe schon, die Einheiten sind ein bisschen harter, ne? Oh, 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 der ist eingekesselt, der muss auch weg. So, Oberst Wagner, Spezialverstärkung ist angetroffen, um sich an den Kämpfen zu beteiligen. Mir wurde mitgeteilt, dass diese Panzer auf Grundlage erbeuteter russischer Panzer des Types T-34 entwickelt wurden, wobei die besten Konstruktionsmerkmale übernommen und mithilfe deutscher Technik verbessert wurden. Bei den Panzern, die wir als Verstärkung erhalten haben, handelt es sich zwar nur um Prototypen, aber wenn ich mir ihre technischen Daten ansehe, warte ich mit Spannung darauf, das Serienmodell noch in diesem Jahr in Aktion zu sehen. Okay, was kriegen wir? Was ist das? Ein Panda P. Ah, okay. Panda P, okay. So, Na, du gehst hier hin.
Tiger. So. In Ordnung, so. Hier unten. Ja, es ist doch schon verlockend, ne? Er hat ja noch eine Stärke von 5, ich meine, das sollte... So, auf was gehen wir? Auf ihn. Ja, und das. Wir machen das. Ich kann hier nicht schreien. Warum? Soll das zeigen, dass hier ein Flugzeug drin ist? Ja, soll wohl zeigen. Okay. Okay. So, dann darfst du jetzt dich ja richtig austoben. Moment mal, warum darfst du jetzt nicht nochmal schießen? Du hast doch. Munition 3, Feuerreichweite. Ja. Ein einheitsdoppelter Angriff, tödlicher Angriff. Wenn ich jemanden töte, darf er wieder angreifen. Ah, okay, er hat ihn nicht getötet. Gut, okay. Ja, dann machst du das. So. Und dann gehst du hier hoch. Hier hin. Es fehlt immer noch eine Einheit. Wo ist denn die? Okay, du kommst mal hier hin. Also hier muss irgendwo noch eine Einheit sein. Die wird sich doch jetzt nicht hier irgendwo verstecken, oder? 17. Ist da noch irgendeiner, wo ich das nicht mitgekriegt habe? Nö. Hier unten vielleicht was versteckt? Nö. Ah, da ist sie. Oberst Wagner, Herr General, ich habe zur Abwechslung auch mal gute Neuigkeiten. Na, dann mal los. Unsere Bemühungen, so viele Soldaten der 6. Armee wie möglich zu retten, waren nicht vergebens. Die Überlebenden sind zwar noch nicht diensttauglich und auch nicht entsprechend ausgerüstet, aber man hat mir versichert, dass sie sich langsam erholen. Außerdem soll ich ihnen von den Männern danken. Oberst Wagner, so viele Überlebende in unserer Dass so viele Überlebende in unserer Schuld stehen, bringt uns mehr als jeden Orden. Und ich vermute, dass sie aufgrund unseres Bedarfs an Kämpfen an der Ostfront ihre Schuld eher früher als später begleichen werden. Okay. Das ist erledigt, der Transport. Und dann ist das die Einheit, oder? Ja, Bonus hier erfüllt. Erste Welle, so werde ich der Panzer vollständig vernichtet. Erste Welle. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal mit dir hier hin. Upsi. Okay.
Okay. Verstanden. So, 1,20. Ja, warum nicht? 3 Schaden gemacht. Immerhin. So, krieg ich den in meinen... Ja, den darf ich behalten. Na gut, das ist ein Prototyp, darf man nicht vergessen. Und der P. Panda P, irgendwelche besonderen Eigenschaften. Treibstoff 18, 22, also der hat schon richtig Bums, ne? Er hat schon richtig Bums. Okay, ich schicke mal. Ich hier lang, warten wir mal ab. Oder war es das schon? Nee. Will ich denn nicht. Soll ich jetzt hier wirklich... Okay, dann... Na gut, machen wir es weiter. Da scheint nichts mehr zu kommen, also schickt mal die Artillerie hier runter. Oh, voll in den Hinterhalt geraucht. Das darf doch nicht wahr sein. Ärgerlich. Unvorsichtig. Wo kommt denn ihr jetzt her? Okay, das war's noch lange nicht. Okay, dann hier hin. Dann sollten wir eine Artillerie wieder hier hochsetzen und zwar ganz schnell. Da scheint noch was zu kommen. Weil die waren eben noch nicht da, oder? Also ich habe sie nicht gesehen. Nee, ich kann das eindeutig bezeugen, dass die eben noch nicht da waren. Okay, gut, aber er kommt von da. Das heißt, da können wir uns eigentlich gut drauf einstellen. Wow, warum bist du so schwach? Du. Du bist eine Pack. Ja, okay, das gibt einen Sinn. Okay, da kommt einiges. Dann gehen wir mal hier hin. So, und wenn er killt, jetzt muss ich nochmal gucken, weil das habe ich jetzt irgendwie nicht. Weil der hatte auch Munition und alles. Ich da den falschen Helden. Tödlicher Angriff. Lass mal gucken. Die Hälfte des durch diese einer verursachten. Ah, nee. Das ist ein anderer Held. Ich habe nur doppelten Angriff. Ich habe nicht diesen. Der macht das, aber der. Doppelten Angriff, ja, aber. Oder Moment.
Ja, okay, nee, da gibt's einen anderen Helden, da müsste ich. Gibt an, wenn du einen tötest, darf der wieder angreifen. Ich weiß aber jetzt nicht mal welchen. Da müsste ich mal gucken. Vielleicht ändern wir da was auf jeden Fall. Weil das würde sich bei dem eher lohnen. Ich will gucken, was wäre dann da weg. Also doppelter Angriff ist schon ganz gut. Keine Einheit. Ja, Natürlich Angriff ist aber böse. Wird ein Verlust umgewandelt. Zwei Angriffsaktionen. Ah, überrennen war das, genau. Wenn du eine Einheit tötest, überrennen, dann darf er nochmal, ja. Aber ich weiß gar nicht, wo. Das doppelte Angriff überrennen. Das wäre eine Überlegung. Das wäre eine Überlegung, statt doppelten Angriffen überrennen zu machen. Okay, komm mal hierher. Komm schon. Komm mal. Yes! Glückstreffer, aber egal. Interessant ist, die greifen gar nicht zurück an, ne? Wie gesagt, die sollen wir ja ignorieren. Ja, die sind komplett schon. Kann sie gar nicht mehr bewegen sogar. Okay. Okay. 1-4. Dann machen wir das. Statt doppelten Angriff über Rennen machen. Ich glaube, das wird sich hier richtig lohnen. Ah, Mist. Okay. So. Ja, wir machen hier heute mal einen längeren Part. Ja, den ziehen wir mal in einem Stück. Das hat auch ziemlich lang gedauert, hat, bis ich das jetzt hier Anfang gemacht habe. Außerdem sind jetzt noch 6 Runden. Kann das ruhig jetzt machen. So, du klärst hier unten weiter auf. Viele unnötige Verluste, muss man ganz klar sagen. Eieieiei. Okay. Ja, wir, das mit dem Überrennen sollten wir hier machen. Oh, come on! Unfassbar. Unfassbar. Wow. Nee, das ist keine gute Idee. Absolut nicht.
Ihr bleibt hier. Euch stelle ich mal vor, deshalb hier hin. Das sind vielleicht hier rein sogar. Ja gut, ist jetzt hier diese erste Mission, also das ist nicht schwer. Ich mache halt viele dumme Fehler gerade. Geht auch noch so ein bisschen, weil ich noch ein bisschen der Mechanik von Panzer Corps 1 noch ein bisschen bin. Oha! What the hell? Wo kommt denn hier her? Wo kommt denn ihr her? Der hat doch hier gar kein Deploy-Ding. Okay, also das ist böse. Das ist echt böse. Direkt einfach vor meiner Nase buchstäblich dahin gespammt. Ja, Leute, da. Das kann noch interessant werden später. Ja, ich gucke, dass ich das mit dem Überrennen dahin mache. Gucke, ob ich da überhaupt einen Held habe. Das ist wieder ein anderes Thema. Nee, da kommt kein Panzer rein. Okay. Ich weiß aber einfach nicht, was meine Mission ist hier. Geht das jetzt wirklich bis zum Ende hier, oder? Ich bin echt geneigt zu sagen, ich lasse sie jetzt erstmal hier stehen. Und gehe einfach mit denen hier durch. Das Partisaneinheiten so stark. Okay. 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 Okay, du bleibst mal hier, sag mir mal. Hier ist alles okay. Ja. Einfach nur böse, ne? Hier. Boah. Jupp, das ist wenig. Das ist wenig. Okay. Ne, hier sehe ich auch nichts. Okay, da ist nichts mehr. Gut.
Nee, bleib mal hier. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Gut, also man kann davon ausgehen, dass das jetzt hier einfach nur, ja, durchgehen. Oh, die hat mir echt noch zwei gekillt. Okay. Diese Armada. Und weiter. Naja, aber hier muss man gucken mit dem Überrennen. Das wird ist bei dem viel effektiver. Anstatt doppelter Angriff. Doppelter Angriff ist nett, aber ich glaube, Überrennen hat der, glaube ich, mehr davon. Okay. So, Herr General, die Bestätigung ist angegangen, dass sich alle verbliebenen Einheiten der Sowjets zurückziehen. Okay. Wir haben das Gebiet gesichert und die unmittelbare Gefahr für das Oberkommando ist somit gebannt. Dennoch bereitet es mir Sorgen, dass uns die Sowjets so weit hinter unsere Frontlinien auf die Pelle rücken konnten. Vielleicht hat der Generalfeldmarschall von Manstein eine Antwort darauf, wenn wir das nächste Mal mit ihm sprechen. Historisch, im Winter des Jahres 1942 mussten sich die Achsenmächte mehrfach zurückziehen. Durch den Verlust von Stalingrad entstand in der Frontlinie der Deutschen eine solch große Lücke, dass das Deutsche Reich gezwungen war, alle Gebietsgewinne in der Kaukasusregion aufzugeben. Weiter nördlich entstand durch die Neutralisierung der ungarischen Verteidiger von Warnisch eine weitere Lücke in der Linie der Achsenmächte, die so groß war, dass das Deutsche Reich auch seine Stellungen bei Rzeszów aufgeben musste. Diese Gebietsverluste beendeten die unmittelbare Bedrohung für Moskau, die seit dem Winter 1941 bestanden hatte. Dieser katastrophalen Entwicklung war es geschuldet, dass das deutsche Oberkommando an die Ostfront flog, um sich in persönlichen Gesprächen einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Bei den Gesprächen mit den Oberbefehlshabern der deutschen Heeresgruppe gelang es, einem kleinen sowjetischen Panzerverband die Linie der Deutschen zu durchbrechen und nur wenige Dutzende Kilometer an das Hauptquartier in Saporischschja heranzurücken. Ich glaube, das wird sogar ausgesprochen, werde ich nicht. Kurz vor dem Flugplatz, auf dem das deutsche Oberkommando seinen Start vorbereitet, stoppten die sowjetischen Panzer schließlich ihren Vorstoß. In erster Linie aufgrund von Treibstoff- und Munitionsmangel. Sie erfuhren nie, dass sie kurz davor standen, das deutsche Oberkommando festzusetzen und bis Berlin 1945 sollte sich den alliierten Streitkräften keine Gelegenheit mehr bieten, dem Führungsstab des Deutschen Reiches so nahe zu kommen. Okay, das wusste ich auch nicht. Interessant. Also, dass sie da waren, ja, aber dass die da so nah dran waren. Oh, ist das interessant. Okay, das war die erste Mission, war jetzt nichts Besonderes, das hat man gesehen. Ich habe mich ein bisschen, ja, sehr amateurhaft angestellt, muss man leider sagen. Also unnötig wieder in Dinge reingerauscht. Ist mir eigentlich so nicht passiert, aber da merkt man noch, ich muss wieder in das Spiel da reinkommen. Ist jetzt ein bisschen her. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter. Es gibt ja hier, habe ich ja gesagt, zwei Wege. Und der eine Weg ist ja der historisch, der andere der Eistorisch, aber wir sind jetzt noch auf dem jahren Weg, wie man so sagt. Und ab einem gewissen Punkt gibt es eine Kappung. Aber die kommt noch nicht. Ich habe da extra so eine Datei im Forum. Die haben das da mal aufgemalt, ab wo dann diese Kappung ist. Ich weiß nicht, ob man vorher schon Nebenmissionen dann machen muss oder nicht. Ich glaube nicht, das geht dann ab einer Mission, wo du dann entweder da gewinnst du oder verlierst und dann geht es in den historischen oder ahistorischen Weg. Ich glaube so ungefähr. Dann muss ich mich dann nochmal ganz genau informieren. Aber Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit Access Operation
1943. Bis dann und ciao.